Es ist schon recht grenzwertig, einen Bambus zu pflanzen, der sich über Rhizomausläufer verbreitet und da keine Wurzelsperre reinmacht. Warum? Ganz einfach, weil sich der Bambus dann einfach in allen Richtungen rasant ausbreitet. Und das Problem habe ich zum Beispiel bei mir auch im Schrebergarten. Schon vor Jahren, bevor ich den Schrebergarten bei mir übernommen habe, hat der Nachbar einfach so einen Bambus reingesetzt und der wächst halt in allen Richtungen auch bei mir in den Schrebergarten mit rein. Er hat mich halt darauf hingewiesen, dass man halt die Ausläufer immer runterknicken soll, damit er sich nicht so weit verbreitet, aber über die Wurzeln ist ja auch bei mir überall drinnen. Hat mich jetzt die Zeit und den Aufwand mir jetzt nicht genommen, um mich halt da zu beschweren, weil der ganze Aufwand sich eigentlich gar nicht wirklich lohnt. Ich habe jetzt einfach den Bambus halt dann einfach genutzt als Ressource, zum Beispiel um halt Insektenhotels zu bauen oder als Gerüst für meine Bohnen zum Ranken. Wenn die Bambusrohre etwas älter werden und splittern, dann kommen sie auch bei mir in den Häcksler rein als Mulchmaterial. Und leider als letzte Anwendung, ich habe keinen Panda, sonst könnte ich ihn vielleicht noch damit verfüttern, aber vielleicht kommt das noch. Ich habe mich gefragt, was man jetzt noch alles mit den Bambusrohren machen kann, weil es ja doch sehr wenige Anwendungsmöglichkeiten ist. Und das Gute an Insektenhotels ist halt, wenn man es dafür nutzt, die haben halt hier solche Zwischenwände. Das heißt, das ist dann hier so eine weiße Absperrung wie hier. Das heißt, da können halt dann hier deshalb die Insekten, die Wildbienen, bis an die Wand hier das ganze Rohr auffüllen, ohne Probleme zu machen. Und da dachte ich mir so, okay, da kann man auch noch andere Sachen machen, beispielsweise eine Trinkflasche, weil man hier auch sehr gut Wasser auffüllen kann. Also erstmal die Astschere mitgenommen, ab zum Schrebergarten und den Bambus geschnitten. Problem, was mich dann letztlich immer genervt hat, ist, dass wenn ich die Astschere nutze, dass dein Bambus dann anfängt zu splittern, ist ja natürlich nicht der Sinn der Sache, weil durch die Risse natürlich das Wasser auch durchkommen kann. Nachdem die Versuche mit der Astschere missglückt sind, habe ich einfach die Handsäge genommen und hier einen sauberen Schnitt an den Bambusstangen vorgenommen. Hat auch super funktioniert und habe dann hier für die Trinkflasche zwei Abschnitte zusammengelassen. Beiden Abschnitten habe ich zusammengelassen, um ein größeres Volumen zu bekommen. Aber natürlich muss auch hier diese Zwischenwand auch weg, weil sonst habe ich einfach nur ein Rohr, was ich fülle, und das andere ist so ein bisschen Deko. Von daher habe ich hier eine Eisenstange genommen und habe hier versucht, diese Zwischenwand kaputt zu machen. Löcher sind drin. Und jetzt wird es Zeit, das Ganze mit Wasser aufzufüllen, um zu gucken, ob auch das ganze Wasser im Rohr drin bleibt. Ein Drehverschluss, wie viele Trinkflaschen haben, wäre schon eine feine Sache, wäre aber für das Rohr jetzt ein bisschen zu aufwendig zu machen. Und da habe ich mir einfach gedacht, ja, man muss halt etwas Einfaches finden, um halt dieses Rohr hier zu stopfen. Und bin dann letztlich auf die Idee gekommen, wie bei dem edlen Tropfen, was eigentlich kein edler Tropfen ist, denn ist halt Alkohol, ist immer noch schädlich für den Körper. Ein wahrer Weinkenner, der trinkt den Wein roh. Das ist nämlich der edle Tropfen. Aber letztlich bin ich auf die Weinflaschen gekommen, die halt auch mit einem Korken die Flaschen zumachen. Korken bereit. Dann mal schauen. So. Einmal drinnen. Dann mal den Test machen. Tröpfelt an der Seite ein bisschen raus, müsste vielleicht ein bisschen fester rein. Aber sonst funktioniert es eigentlich ganz gut. Schaut jetzt danach aus, dass nichts mehr rauskommen wird. Also der Korken ist dann gut drin. Jetzt auch nochmal als Test, ob der Korken auch schön rausgeht. Ja, klappt auch einwandfrei. Vom funktionellen Aspekt passt natürlich alles. Jetzt kann man natürlich auch ein bisschen seine Kreativität walten lassen und das Rohr etwas verfeinern, vielleicht noch mit etwas Öl beschmieren, damit es vielleicht auch länger hält. Man kann es auch bemalen, vielleicht irgendwie einen Seil oder eine Schnur dran machen, damit man das auch besser halten kann oder vielleicht am Rucksack dann auch besser fixieren kann, damit sie vielleicht nicht so rausfällt. Der Kreativität ist da keine Grenzen gesetzt und mal schauen, wie ich mich da jetzt noch bei dem Rohr ein bisschen austoben werde. So einer ruhigen Stunde einfach mal. Aber letztlich, das Rohr ist auch noch recht jung, beziehungsweise der Bambus, gerade mal 2 Jahre alt. Von daher in das Rohr passen jetzt ungefähr 300 Milliliter rein. Wenn man jetzt zum Beispiel Bambus im Garten hat, dann würde ich vielleicht noch ein bisschen länger warten, bis die Rohre auch richtig dick werden, die Bambusse. Dann kann man sich auch vielleicht Flaschen von 500 Milliliter, 750 Milliliter oder auch 1 Liter machen, weil halt die Rohre einfach dicker sind. Also, wenn du mal zufällig ausgesetzt in der Wildnis wirst und einen Bambus siehst, dann weißt du, was zu tun ist. Aufschneiden, Zwischenwände entfernen, senkrecht aufstellen, falls es regnet, um hier das Regenwasser zu sammeln. Das Einzige, was du jetzt noch brauchst, ist ein Korken für einen Notfall. Solltest du jetzt ab sofort immer dabei haben, um halt das Loch stopfen zu können.